aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Bin gespannt, wie es jetzt weitergeht, was noch kommt. Ich bin Friedrich und statt in die Schule möchte ich auf die Bühne. Also eigentlich werde ich Lehrer. Und zwar für Musik und Informatik. Es geht bei mir einfach jetzt um eine Zukunftsentscheidung. Ich finde es einfach wahnsinnig toll, auf der Bühne zu stehen. Und ich nutze jetzt das Ende meines Studiums als Chance, Auditions, Vorsingen, so viele wie möglich zu machen. Und wenn sich was ergibt, dann ist das mein Lebensweg. Tja, Lehrerzimmer oder Musicalbühne, das ist hier die Frage. Wenn mir heute gesagt wird, du bist kein Musical-Darsteller, dann sehe ich das schon so ein bisschen als eine Lebensentscheidung. Hallo. 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 Friedrich, hallo. Wie geht's? Nach einigen Tiefschlägen hofft die Jury jetzt von Friedrich überzeugt zu werden. Take a look at me now. Well, there's just an empty space. And there's nothing left here to remind me. Just the memory of your face. Well, take a look at me now. 'Cause I'll still be standing here. And you coming back to me is against the odds. And that's what I've got to face. Friedrich. Ich habe noch eine Frage, okay. Weil wir sind sehr aufgeregt. Hättest du was auf Deutsch? Auf Deutsch? Jetzt haben sie ihn kalt erwischt. Wenn mir heute gesagt wird, du bist kein Musical-Darsteller, dann sehe ich das schon so ein bisschen als eine Lebensentscheidung. Ich würde am liebsten, wenn ihr mir das gestattet, einen Song von mir singen. Ja, ist gut. Das geht, ja. Ich geh nun fort auf meine Reise. Doch mein Herz bleibt bei dir. Dann hat er sich hinter dem Klavier gesetzt und hat gespielt. Und das war so schön. Und dann habe ich gedacht, wow, das ist ein Talent. Bleibt dein Herz auch bei mir? Wirst du auf mich warten und mich anschauen? Friedrich, ich würde gerne auf dich warten. Hast du das selber geschrieben? Ja. Das ist wunderschön. Also ich bin sehr begeistert eigentlich. Stimmlich, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, kann man noch kräftiger machen. Mhm. Ich glaube, aber daran kann man arbeiten. Also dieses Rollenprofil Tarzan, da gibt es ganz, ganz viele so kleine Kästchen, die man abhaken muss. Und das allererste Mal in diesem Prozess, in dem wir hier sind, würde ich einem schon fast alle Kästchen geben. Von mir aus bist du sowas von in der nächsten Runde, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Das sind so Momente, wo man denkt, hey, das ist toll. Wenn da plötzlich ohne irgendeine Vorerwartung einen das sowohl musikalisch als auch menschlich irgendwie berührt hat, das ist echt toll. Geil. Das ist perfekt gelaufen.